Herzlich willkommen. In diesem Video wollen wir Ihnen einen Überblick über die Anzeige gedruckter Zeitschriften in Primo geben. Die Darstellung der vorhandenen Bestände bei gedruckten Zeitschriften ist gelegentlich etwas unübersichtlich und manchmal schwer verständlich. Wir versuchen hier also, etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Dabei geht es um die Suche nach konkreten Zeitschriftentiteln und darum festzustellen, ob ein bestimmter Jahrgang vorhanden ist. Sie sollten dafür die erweiterte Suche nutzen. Denn hier können Sie die Suche auf das Titelfeld beschränken und das spätere Suchergebnis auf Zeitschriften eingrenzen. Da Sie auf der Suche nach gedruckten Zeitschriften sind, setzen Sie zusätzlich den Filter Printmedien. Der zweite Treffer ist der richtige. Bei der Frage danach, welche Jahrgänge in den Bibliotheken der FU vorhanden sind, ist es als erstes wichtig, dass man sich nicht am Erscheinungsverlauf eines Titels orientiert. Dieser gibt lediglich an, welche Ausgaben seit wann veröffentlicht wurden und ob die Zeitschrift noch erscheint, aber nicht, was in den Bibliotheken vorhanden ist. In der Detailsanzeige dieses Beispiels sehen Sie dann viele Standortangaben. Hier sollten Sie aber beachten, dass sich dabei Angaben doppeln, weil Daten aus zwei verschiedenen Systemen zusammengeführt werden. Das hängt mit der Bearbeitung von Zeitschriften im Hintergrund zusammen. All die Daten, die hier im unteren Bereich zu sehen sind, dienen nämlich dem Nachweis unserer Bestände in der überregionalen Zeitschriftendatenbank und fassen den Bestand der jeweiligen Bibliothek zusammen. Gelegentlich kommen auch Informationen zu vorhandenen Registern oder Sonderheften hinzu. Einen genauen Standort der Bände innerhalb der Bibliotheken können Sie in diesen Angaben häufig nicht finden, denn als Standort ist dort nur die allgemeine Formulierung Zeitschriftenbestand angegeben. Sie können aus der Zusammenfassung des Bestandes zwar ablesen, ob ein einzelner gesuchter Jahrgang vorhanden ist, genaue Standorte und manchmal auch Signaturen sehen Sie aber eben nicht, und eine Bestellung einzelner Bände aus einem Magazin ist hier auch nicht möglich. Bestellbare Bände finden Sie an den Datensätzen, an denen die vorhandenen Jahrgänge mit von und bis zusammengefasst werden. In der Universitätsbibliothek beispielsweise gibt es 277 einzelne Bände, die im Außenmagazin stehen. Um das Auffinden einzelner Jahrgänge zu erleichtern, können Sie bereits in der Detailsanzeige nach einzelnen Jahrgängen filtern. Der aktuellste Jahrgang, den Sie so finden können, ist aus dem Jahr 2015 und befindet sich im Magazin des Friedrich-Meinecke-Instituts. Danach wurde die Zeitschrift in gedruckter Form offenbar zugunsten der elektronischen Ausgabe aufgegeben. Warum werden Sie in Primo durch die doppelte Anzeige verwirrt? Nun, nicht bei allen Titeln wurden bereits alle einzelnen Bände elektronisch erfasst. Bei dieser Zeitschrift zum Beispiel sind Sie auf die Zusammenfassung für die Zeitschriftendatenbank angewiesen, um überhaupt feststellen zu können, welche Jahrgänge und Hefte verfügbar sind. In solchen Fällen folgen Sie bitte dem entsprechenden Hinweis und wenden sich an die Auskunft der besitzenden Bibliothek. Das war der Überblick über die Darstellung von gedruckten Zeitschriften in Primo. Vielen Dank für Ihr Interesse.